hier im Schwarzwaldwald und wir haben gerade die Turnerkränzchen vom Turnfreien Wald und haben unseren Vorverkauf für unser Kränzchen 2016 über Ticketfrog gemacht und sind super zufrieden damit. Ich bin erst vor einem halben Jahr das erste Mal auf Ticketfrog draufgegangen, habe ein Konto erstellt, mich angemeldet und dann habe ich dort mal den Saalplan irgendwann erstellt, wo ich genau gewusst habe, wie wir es machen wollen. Dann haben wir im OK bestimmt, wie viele Plätze gibt es, wie viel kosten die. Dann habe ich das alles eingegeben, Kontoangabe eingegeben. Eine Woche vor dem Vorverkauf habe ich dann aufgeschaltet, scharf geschaltet und ab dann habe ich eigentlich nichts mehr zu tun gehabt, dann hat alles Ticketfrog für mich gemacht. Ich habe gedacht, was ist jetzt los, dass wir bei einem Turnverein von einem immer noch Dorf jetzt Ticket auch online bestellen kann. Aber ich muss sagen, das ist eine gute Sache. Der Bestellprozess war eigentlich sehr einfach. Also bei mir hat das auch schon gewöhnt von anderen Ticketkäufen im Internet. Das ist wirklich, hat wirklich sehr gut funktioniert. So ist es natürlich einfach, wenn man einfach den Saalplan irgendwo verfügbar stellen kann. Dann können die Leute selber den Platz auswählen, das geht zahlen. Haben wir nichts mit Reservationen zu tun, es gibt keine Doppelbelegungen. Ich finde es gut, gerade für kleinere Veranstaltungen, denke ich. Ich weiss nicht, was das den Veranstalter kostet, aber ich finde es eine gute Art. Also ich habe schon gehört, dass andere Turnvereine das auch machen, weil die Reservation ist ja eigentlich gratis für uns. Das wird ja dann irgendwie da mit diesen Billets, sind ja da die Reklamen drauf, oder? Dass das so finanziert wird. Dass er wirklich keine Stimme hatte, die gesagt hat, es ist nicht gut gelaufen. Wir haben noch nicht das im OK besprochen, aber ich würde definitiv sagen, ja, wir machen es wieder mit Ticketfrog. Es ist, ich glaube, für alle Beteiligten einfacher und besser gewesen als jetzt das letzte Mal. Ja.